Hallo und herzlich willkommen zu Avon Colony. Wir bauen hier noch ein bisschen und zwar die besagten Hoover Car Stations. Boah, da kann ich ja mittendrin eine reinbauen, ha? Cool. Und die nächste, die bauen wir. Viel zu wenig Tunnel, ich muss es anders machen mit den Tunneln. Die kommt hier hin. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Polizeidrohne. Die bauen wir hier draußen hin. Und dann muss ich erstmal laufen lassen. Wenn wir wieder einen Nanit bekommen, dann sieht das Ganze schon viel besser aus. Okay. Winter, ja, wir lassen mal den Winter durchlaufen. Handelszentrum. Arbeitenübernahme nicht möglich. Warum? Ja, okay. Wenn es natürlich keine Arbeit hat, dann ist blöd, ne? Das sollte dann dieses hier sein. So, jetzt. So. Was ist los mit euch, Leute? Da müssen wir euch halt mal. So, jetzt. Lassen wir das Ganze mal laufen. Durch den Winter durch. Essen geht zurück. Wohnungen müssen noch bauen. Auch wichtig. Wasser, Lager bis jetzt CO2. Die Arbeiter, Nanit. Es ist alles gut. Jetzt ist Winter. Jetzt sieht es so ein wenig schlechter aus. Von den Werten. Ja, ist ein harter Winter, da müsst ihr halt einfach mal durch, ne? Da kann man echt nichts machen. Was haben wir noch? Nahrung ist natürlich unten ganz klar im Winter. Und der Strom, wobei, das ist schon sehr schlecht. Ist schon sehr schlecht. Ich sollte Energiespeicher bauen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber wir sind ja gleich durch den Winter durch. Dann sehen die Werte wieder ganz normal aus. Okay. Wir haben Frühling, wir haben 220 Nanit. Jetzt soll es mal ein Jahr durchlaufen lassen. Ja, ich weiß schon. Da müssen wir ein bisschen mehr Nanit zusammenkriegen, dann können wir ordentlich bauen. Dann müssen wir das zweite Jahr auch durchlaufen. So, Essen sieht gut aus, Wasser sieht gut aus, Lagerkapazität, könnten wir ruhig noch eine Lagerhalle bauen. Nanit, gut, Bevölkerung zufrieden, Strom, sieht natürlich gut aus, aber 615 Verbrauch und 626 wird produziert, ist halt knapp. Ja. Werden wir aber gleich ändern. Reicht die Bevölkerung 300, ja, da kommen wir auch hin. Ich lasse es aber jetzt wirklich mal durchlaufen mit voller Geschwindigkeit. Was wollt ihr? Nicht genug Wohnungen. Gut, Wohnungen bauen wir nach dem Winter. Und die Gebäude, die verbunden sind, werden wir auch miteinander verbinden. Überhaupt kein Problem. Ja, und ansonsten sieht es doch ganz gut aus. So, Winter kommt, die lassen wir uns auch nochmal durchlaufen. Dann haben wir jetzt 400 Nanit, schon mal gar nicht so schlecht. 420 Nanit, 430 Nanit. Da können wir dann nach dem Winter ordentlich bauen. Lagerhalle voll. Ja, das müssen wir jetzt abwarten. Damals keine andere Möglichkeit. Ja, Wohnungen, weiß schon, Wohnungen, Lagerhalle. Machen wir gleich. Und zwar werde ich mir das Eck da hinten vornehmen. Fast 500 Nanit, der lässt sich viel bauen, das ist schön. Okay. So, jetzt haben wir Frühling. Ich lasse es nochmal laufen, damit es grün wird. Gerade die Nahrung. Das wäre ein wichtiger Punkt.
Nee, muss nur wieder Farm bauen, okay. Gut. Schauen wir uns doch einfach mal die Ecke hier an. Was haben wir denn hier alles? Gibt es da irgendwo geothermale Spalte? Perfekt. Da bauen wir uns nämlich einen. Na, so wollen wir das Ganze haben. Ein bisschen näher ran. Okay. So. Fangen wir an mit Energie. Wir brauchen ein geothermaler Generator der Stufe 2. Keine aktive Baudrohne. Das macht nichts. Dann bauen wir uns erst einmal hier eine Baudrohne hin. So. Baudrohnenknotenpunkt Nummer 3. Den müssen wir jetzt erstmal bauen. Dazu müssen wir das Spiel laufen lassen, sonst hat es keinen Sinn. Dann können wir auch die geothermale Quelle nutzen. Geothermale Quelle. Da. Gehen wir auf Elektrizität. Und haben hier geothermaler Generator Stufe 2. Perfekt. So, dann wollten wir eigentlich, dass alles schön verbunden ist miteinander. Also gut. Wenn wir es am Anfang schon so ein bisschen verkehrt gemacht haben, dann versuchen wir das jetzt richtig zu machen. Schiffe und Fahrzeuge Hovercraft Station. Die bauen wir hier hin. Dann haben wir Wohngebäude. Und zwar brauchen wir, das ist gut, 135 Nanit für 130 Kolonisten. Das reicht erstmal eine ganze Weile. Das ist richtig cool. Und Mordsding natürlich auch. Können wir es hier hinbauen? Ne, schade. Aber hier hin, oder? Ja, okay. Das bauen wir hier hin. Sehr cool. Dann Wohngebäude. In Wohngebäuden sind wir auf jeden Fall mal durch. Ne? Dann haben wir Ressourcen. Lagerhalle wollte man eine große haben. Lagerhalle Stufe 3. Chemieanlagenmühle. Lagerhalle Stufe 3. Bauen wir hier hin. Einmal. Und dann bauen wir noch auf die andere Seite der Stadt eine. Die ganzen Felder sind. Dann wollen wir das Ganze miteinander verbinden, bevor es wieder heißt, da ist irgendwas nicht miteinander verbunden. Dann packen wir das hier hin. Hier zwischen rein könnten wir eigentlich noch eine, was haben wir da alles, Baudrohne, Polizeidrohne. Das wäre natürlich nicht verkehrt, wenn wir eine Polizeidrohne noch mit reinbauen. Und dann haben wir 165 Nanit, Strom, Schiffe, Fahrzeuge. Expeditionszentrum, ja, müssen wir mal später mal bauen. Haben wir noch gar keins. Hovercraft Station brauchen wir auch noch nicht. Aber wir brauchen Farmen auf der anderen Seite. Bergbau, Wasser, Luft, Luftsysteme, Luftfilter. Bauen wir auch hier hin. Und dann schauen wir mal. Dienstleistungsgebäude. Krankenhaus, Dekontaminierung, VR-Zentrum. Oh cool. 46 Nanit. Das packen wir hier mit hin. Und dann gucken wir, ob wir noch von den Krankenhausplatz haben. 52 Nanit. Ja. Das können wir jeden Fall hier hinbauen. Nicht schlecht. Das sieht doch gut aus. Die müssen repariert werden. Hier haben wir zum einen die Windturbine. Halt. So. Die müssen wir reparieren. Dann haben wir hier den Ansauglüfter, der muss auch repariert werden. Und wir haben die Lagerhalle, die muss auch repariert werden. Okay, soweit dazu.
lassen wir das Ganze mal laufen und schauen zu, wie das alles hier gebaut wird. Mal ein bisschen schneller laufen lassen. Sehr cool. So, dann sollten wir eigentlich soweit alles im Griff haben. Nahrung sieht gut aus. Wasser, Lager, Luft, Leute, Nanit sieht alles gut aus. Strom sieht natürlich total. Ah ja, natürlich gebaut, deswegen. Ja, das sollte sich jetzt ändern. Genau. Auch nicht viel besser. So mal 25 Punkte höher, als wir verbrauchen. Ah, sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Farmen. Das heißt, wir brauchen dann noch viel mehr Farmen im nächsten Teil. Und jetzt gucken wir mal, was die alle da wollen. Super, natürlich für Nahrung verfault. Warum? Ja, hier ist es. Ach, die hier. Was ist mit der? Information. Null Arbeiter. Keine Energie. Ja, wenn die natürlich keine Energie hat, dann ist es blöd. Dann kann die nicht funktionieren. Aber wir haben doch hier ein Gewächshaus und hier haben wir den geothermalen Generator. Okay, dann müssen wir das natürlich leider so machen, dass wir die hier miteinander verbinden. Und dann bauen wir noch eine Windturbine hin, nur für die Halle. Und dann soll die Sache eigentlich erledigt sein. Perfekt. Dann müsste ich sowieso noch einen Weg rumherum bauen. Da hätte ich auch früher dran denken können. Okay, nicht möglich. Da hinten, ja, ist okay. Jetzt halt aber. Den haben wir dann noch. Zuwanderungsschiff, ja. Auswählen. Das hier. Okay. Noch irgendwas. Das haben wir gerade eben gehabt, ne? Ja. Okay. Dann lassen wir das Ganze wieder mal ein bisschen laufen. Nahrung, ja, das ist Wahnsinn, was die an Nahrung verbrauchen. Ich muss hier unbedingt noch viel mehr bauen. Aber da warte ich jetzt auch mal den. Also beim Winter, das stimmt ja, jetzt sehe ich es gerade. Da ist natürlich dann kein Wunder, dass das Essen technisch schlecht aussieht. Aber stromtechnisch sieht es gut aus im Winter, muss ich sagen. Und das mit der Nahrung, das kriegen wir auch noch hin. Sehr schön. Und ich baue dann in der nächsten Folge erstmal einen Weg drumherum. Genau, und hier auch, damit das alles mal so ein bisschen miteinander verbunden ist. Genau, Nahrung passt. Okay, super. Dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal. 266 Bewohner, wir haben unser Ziel bald erreicht von 300. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.